So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Massive. Ich habe da gerade was gesehen. Ha, seht nur da. Ein metallhaltiger Asteroid. Gut, ne? Ja, wir wurden ja gebeten, eine Kommune zu beseitigen, von einem ehemaligen Allianz gegründet. Und ich habe offscreen jetzt gerade eben Sachen angelegt und verkauft und so weiter. Also wir sind jetzt wieder gut dabei. So, und wir müssen auf Pressrob landen. Und was das für ein Planet oder beziehungsweise ein Mond ist, lesen wir mal. Pressrob ist der Mond von Clendagon. Diese kalte, unwirtliche Welt hat nur eine sehr dünne Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Ethan. In der Oberflächenschicht gibt es große Vorkommen von Schwermetallen. Die Allianz hat sich um die Mineralienschürfrechte beworben, aber die Erschließung des Mondes wird durch die Nähe zum 5 Kiloparsec-Ring um den galaktischen Kern herum kompliziert. Der Ring ist ein Gebiet häufiger Sternbildungen, nur unter großen Gefahren zu bereisen. Die Oberfläche von Pressrob ist erschreckend zerklüftet und voller unwirtlicher Gebiete. Na super. Die vor langer Zeit durch eine Katastrophe verursacht worden sind. Aber dies konnte ganze Generationen illegaler Wildcat-Minenschürfer nicht davon abhalten, die reichen Mineralvorkommen des Mondes abzubauen. Traurigerweise haben die meisten von ihnen dabei ihr Leben verloren. Genau wie dieser Major es wahrscheinlich wird. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. So, wen nehmen wir denn jetzt mal mit? Wir haben ja schon wieder alle durchgehabt. Das letzte Mal. Ich nehme jetzt trotzdem. Ah komm, ich nehme die beiden Süßen mit. Los geht's. So, da wären wir auch schon. Das ist doch super. Und ich habe direkt was auf der Karte. Oh, ich habe auch Squad. Punkte. Oh, sie hat noch einen Punkt. Okay. Das war's aber, ne? Ja. Ja, die haben jetzt auch teilweise neue Rüstungen an, weil, ja, ich habe halt alles umdesignt und so weiter. Hier haben wir Anomalie, Trümmer und Biotika-Lager. Das Biotika-Lager ist unser Hauptziel hier. Aber wie ihr die Vorgänge jetzt schon kennt, werden wir halt immer erst dahin fahren. Aber guck mal, da hinten das Fragezeichen ist gar nicht die Anomalie auf der Karte, sondern was anderes, das nicht verzeichnet wurde. Gucken wir uns mal an. Ja, super. Ein Mond voller zerklüfteter Gegenden. Das heißt, wir dürfen uns wieder hier mit scheiß Felsengebieten rumschlagen. Och. Ich bin jedes Mal so froh, wenn er die Steigung schafft. Ey, wieso schießt du? Ich hab nicht mal gedrückt. Ich glaube, Shepard saß wahrscheinlich gerade am Steuer, als ich selbst aufgehe. Verdammte Scheiße! Hat er immer auf den Feuerknopf gehämmert. Ey, ich komme da nicht hoch, ne? Er ist doch wieder zum... Das ist gar nicht so hoch. Hallo, das schaffst du doch normalerweise, Mako. Wo ist denn jetzt das Problem? Na komm, ey. Oh, das geht schon wieder gut los, ey. Boah, weißt du was, ey? Das geht mir so auf die Eier, dieses blöde Felsgebiet immer. Ah, komm, vergiss es. Ist egal. Scheißen wir auf dieses blöde Fragezeichen. Fahren wir lieber zum anderen Fragezeichen. Das ist wahrscheinlich auch hinter so einer Felswand. Es liegt alles hinter so einer Felswand. Das ist so zum Kotzen. Guck mal da oben, der Planet. Sieht auf dem ersten Blick gerade so ein bisschen aus wie die Starkiller Base aus Star Wars Episode 7. Mit dieser, mit diesem Schlitz da in der Mitte. War übrigens, wahrscheinlich ist der Film jetzt mittlerweile auch schon auf Blu-ray erhältlich, wo ihr das hier hört. Hoffe ich mal, weil ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. War übrigens der einzige Punkt, der mich so ein bisschen so wirklich enttäuscht hat an dem Film, diese Starkiller Base. Das hat irgendwie so total aufgesetzt gewirkt. Wer ihn gesehen hat, den Film, weiß, was ich meine. Das war halt, wie der ganze Film war ja auch, sagen ja viele, dass es halt quasi ein Remake von Episode 4 ist, so wie es aufgebaut ist und was da passiert und so weiter. Klar, kann man so sehen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt abstreiten, aber es war trotzdem ein super Film, der mir echt viel Spaß gemacht hat. Aber diese Starkiller Base, es ist ja quasi der Todesstern aus dem Film, aber die wurde halt so groß angekündigt und ja, es ist halt der Todesstern, der war halt auch so groß wie ein Planet, zwar wie so ein kleiner Planet, aber die Starkiller Base ist ein ganzer Planet, in dem eine Waffe gebaut wurde und es hört sich ja schon mal viel bedrohlicher an als so ein Todesstern, aber der hat einmal irgendwie was abgefeuert und danach wurde er direkt zerstört. Gut, das kann man jetzt auch über den Todesstern sagen, aber den haben sie ja immerhin nochmal gebaut. Könnte man so sagen. Beschädigtes Minenfahrzeug. So.
Entdeckung. Die Vorderfront des Mako ist durch den Aufprall zerstört. Ein einziger Blick ins Innere genügt, um zu erkennen, dass die Insassen wahrscheinlich ein Team illegaler Wildcat-Minenschiffer tot sind. Noch immer rieseln in der fast vakuumähnlichen Atmosphäre lautlos die Trümmerteile durch die Reifenspuren. Ah ja. Ja, wie wir eben gelesen haben. Hier, da sieht man es auch. Die Ashley hat jetzt ein schickes neue rote Rüstung an. Und die Lyra hat eine graue Rüstung an. Lyra und Tali sind so die einzigen, ich glaube Kai dann auch noch, sind sie die einzigen, die von uns noch leichte Rüstung tragen. Die anderen sind mittlerweile alle schon umgestiegen auf mittlere oder schwere Rüstung. Aber das ist auch, weil die halt in anderen Sachen spezialisiert sind, ne? Weil ich bin ja Soldatenklasse mit meinem Shepard und der Rex ist ja sowieso ein Soldat, Ashley ist auch so eine Kämpfersau und bei denen zählen halt dicke, fette Waffen und eine gute Panzerung. Während jetzt bei einer Lyra, die ist ja eher die Biotik-Tussi und so weiter, und Tali ist zum Beispiel nur technisch versiert und so weiter. Bei denen zählen halt andere Sachen. Die gewinnen eine Schlacht durch Köpfchen, könnte man sagen. Während wir einfach draufholzen. So. Was haben wir denn da für schöne Trümmer? Eine abgestürzte Sonde, mal wieder. Diese ganzen Sonden. Ah ja, der Rüstungsupgrade. Toll, wird unser Inventar direkt wieder voll. So, dann hätten wir das. Dann gehen wir jetzt in den Biotika-Lager und machen die ja zur Sau. Nein, wir versuchen es natürlich friedlich zu regeln. Ich kann es nicht versprechen. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, aber es ist ja nichts Neues bei mir. Aber wir versuchen es, wenn es geht, auf jeden Fall friedlich zu lösen. Und wenn es nicht geht, holen wir einfach wieder Sturmgewehr raus. So lassen sich auch Probleme lösen. Wie auch bei diesen Wissenschaftlern da auf der einen Nebenmission vor ein paar Parts, die da mit ihren Toriana-Creepern darum experimentiert haben. Ich wollte nicht, dass es so endet, aber sie hat mir keine Wahl gelassen. Die hat mich damit angegriffen mit ihren komischen achtklassigen Söldnern. Naja, da ist anscheinend das Biotiklager drin. Da haben wir aber auch noch Rohstoffe, die ich abbauen kann. Was ich natürlich auch zuerst mache. Und dann werden wir das Gebäude stürmen. So. Hallo zusammen. Was haben wir denn hier? Goldvorkommen. Ah, schön. Also Schwermetall wieder. Wenn ich es hinkriege. Oh, das hat gerade fast nicht geklappt. So, ein großes Goldvorkommen. Sehr schön. Gehört ja eigentlich auch alles in die Mission. Hat ja eigentlich keinen weiteren Sinn. Im zweiten Teil gibt es das ja auch, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, gibt es das ja auch, aber da hat es auch wenigstens Sinn. Ah, sieht man da. Da müssen wir wahrscheinlich zuerst rein, aber das Ding ist abgeschlossen. So wie es aussieht. Ja, können wir nicht rein. Dann gehen wir erstmal in das Gebäude da hinten. Vielleicht gibt es da eine Art Zugangscode oder irgendwie sowas. So. Unterwegs zur Position. Das Gebäude ist auf jeden Fall offen. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Ah, okay. Die haben sogar Türwächter. Aber wir müssen zu Major Kyle. Penner. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Kyle will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Woher weißt du, dass wir Allianz sind? Aber egal, wir wollen ja eh nur helfen. Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass sie Vater Kyle mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Wir wollen ihn gar nicht mitnehmen. Wir wollen nur mit ihm reden. Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Kyle reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Warten Sie. Vater Kyle will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Ah, cool. Können wir denn trotzdem hier rein? Offenbar geht das. Können wir uns ja mal noch umgucken hier. Ob die hier nichts vor uns verbergen. Aber seht mal, wir dürfen jetzt auch ins andere Gebäude rein. Und da laufen tatsächlich Menschen rum. Das ist auch mal was Besonderes, hier in so einen Raum reinzukommen, wo man nicht eingegriffen wird. Vater Kyle sagt, wir Biotiker müssen zusammenhalten. Die Allianz hat Männer geschickt, um Vater Kyle zu töten. Aber wir haben sie aufgehalten. Wir wollen ihn ja nicht töten. Wir wollen ihn ja nur zur Rechenschaft ziehen. Für die ganzen Morde. So. Guck, hier kriegen wir sogar noch ein paar Items gratis. Ich wollte eigentlich nur rennen.
Aber gut, gehen wir mal oben gucken, ob sich da noch was verbirgt. Na, die laufen auch alle bewaffnet hier rum. Wahrscheinlich hätte man sich hier durchballern müssen, wenn ich das nicht friedlich gelöst hätte. Deswegen die hier schon in der Alarmbereitschaft sind. So, was haben wir hier noch? Erste-Hilfe-Station. Aber ansonsten nichts. Da ist noch ein Medizinkit, aber es ist ja egal. Ja gut, dann gehen wir mal zum anderen alle Gebäude an, und labern mit dem Major Kyle und gucken, was er zu sagen hat. Ob er friedlich gestimmt ist oder ob er uns direkt an die Gurgel will. Aber das kann er sich abschminken. So, Gebäude verlassen. Okay, dann fahren wir mal zu dem anderen Gebäude. Ich bin zu weit zum Laufen. Naja, die Tür ist grün. Das ist schon mal gut. So. Liara, gehen wir da bitte weg. Danke. Okay. Es kommt mir so vor, als wäre ich heute schon das fünfte Mal in diesem Gebäude. Sieht nur mal anders aus. Wir können der Allianz nicht trauen. Doch, könnt ihr. Vertraut mir. Ich will euch nichts tun. Wie sieht denn das hier wieder aus? Wieder kommen genau gleich aufgebaut, ne? Ja. Und in einer dieser Räume ist dann der Vater. Aber gut, der sollte ja zu finden sein. Ich hoffe mal, dass wir uns jetzt nicht gleich wieder durchballern müssen. Das sind ganz schön viele. Okay. Er ist also rechts von uns. Das heißt, wir gehen erstmal links. Ist ja klar, ne? So macht man das im Videospiel. Weil hier könnte sich ja was verstecken, wie zum Beispiel dieses Technik-Kit, was wir sonst vollkommen übersehen hätten und das Leben keinen Sinn mehr gehabt hätte. Nee, stimmt wahrscheinlich, stimmt natürlich nicht, aber ich möchte es gern so glauben. Okay, so, Vater Kyle, wo bist du? Ich bin Major Kyle. Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen. Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Naja, weil hier Sachen passiert sind, auf die es keine Erklärung gibt. Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden? Denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse, meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein. Man hat immer eine andere Wahl. Aber sicher bist du trotzdem nicht. Die Allianz schickt mich, um sie festzunehmen, Major. Erkennen Sie nicht, dass die Sache aus dem Ruder läuft? Sehen Sie nicht, dass Sie Ihre Anhänger in Gefahr bringen? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen. Aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Ach, ist doch Quatsch. Sie haben Ihren Anhängern befohlen, diese Allianz-Ermittler zu töten und müssen sich den Konsequenzen Ihrer Tat stellen. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Kinder auch für Ihre Sünden büßen müssen? Nein. Das war meine Schuld. Meine Kinder sind unschuldig. Rein. Bitte. Ich wollte nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Aber er scheint einsichtig zu sein. Und wir machen das Gleiche, sonst, wenn wir den jetzt wieder reizen, dann geht das wieder von vorne los und nachher müssen wir dann doch um uns ballern. Sie tun das Richtige, Major. Ihre Kinder werden davon profitieren. Kommen Sie. Warten Sie. Wenn meine Kinder sehen, dass Sie mich wegbringen, werden Sie es nicht verstehen. Sie werden Sie angreifen und dabei alle umkommen. Sie haben mir gezeigt, wie fehlgeleitet ich war, Commander. Jetzt müssen Sie mir die Zeit geben, es Ihnen zu erklären. Nur so werden Sie es verstehen. Bitte geben Sie mir eine Stunde. Danach werde ich mich vor den Toren des Komplexes der Allianz ergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Naja, es klingt ja eigentlich überzeugend, ne? Deswegen, komm, wir glauben ihm mal. Ich werde Ihnen vertrauen. Wenn Sie das Vertrauen missbrauchen, müssen Sie und all Ihre Kinder darunter leiden. Ich werde Sie nicht verraten, Commander. Danke. Joker kann Major Kyle von der 5. Flotte abholen lassen. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun, Commander. Natürlich. Sie sollten jetzt zu Normandy zurückkehren und die Allianz über Kyles Aufgabe unterrichten. Sie werden sicherlich ein Schiff entsenden wollen, um ihn gefangen zu nehmen.
Na, seht ihr, haben wir das doch vorbildlich und in Frieden gelöst. Es muss keinen Streit geben hier. Es kann auch mal so gehen, oder? Man muss ja nicht immer Waffengewalt benutzen. Und das ist das Schöne an Mass Effect. Das zeigt uns auch etwas und es lehrt uns etwas über das Leben. Ja. Und da soll noch mal einer sagen, dass man nichts lernt bei Videospielen. Das ist sowieso immer so eine dumme Begründung, wenn da irgendwelche Leute, die überhaupt keine Ahnung vom Videospiel haben, sagen, ja, bei so Spielen lernt man doch nichts. Als ob es immer nur darum geht, irgendwas zu lernen. Ich gucke mir auch keine Filme an, um irgendwas zu lernen. Und manchmal lernt man trotzdem was unterbewusst. Ich habe nämlich mein Englisch verbessert, dadurch, dass ich englische Filme gucke. Seht ihr? So, ja, dann würde ich sagen, kämen wir zur Normandy zurück, wie uns gesagt wurde. Ja, seht ihr, haben wir das doch vorbildlich gelöst. Und dann können wir den Part auch so mit einem guten Gefühl beenden. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch mit diesem Part. Und im nächsten geht es dann weiter und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Von daher, bis zum nächsten Mal.